Spricht jetzt der Kollege Eberhard Dinger. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 13. Sportbericht dokumentiert eindrucksvoll die unzähligen Maßnahmen der Bundesregierung, um die Sportentwicklung in Deutschland weiter voranzubringen. Im Internet ist auf ungefähr 140 Seiten nachlesbar, auf welcher Grundlage und vor allem durch welche Initiativen der Sport durch die Bundesregierung gefördert wird. Für den zurückliegenden Zeitraum, und zwar von 2010 bis 2013, lässt sich jedenfalls eine beachtliche Erfolgsbilanz aufstellen. Und hierunter zu fassen sind zum Beispiel die Spitzensportförderung von Athleten mit und ohne körperliche Behinderung, die Traineroffensive, die duale Karriere, die Bekämpfung von Doping, von Spiel, von Wettmanipulation, die Bekämpfung von dieser Wettmanipulation schon erwähnt, die Gesundheit, der Gesundheitssport, der Sportstättenbau und natürlich den Kinder- und Jugendsport und vieles mehr. Ohne auf alle Punkte weiter eingehen zu können, fällt mit Blick auf das Kompendium sofort auf, dass beinahe jedes Bundesministerium den Sport fördert, zu Recht und natürlich jeweils in Verbindung zu dessen Zuständigkeit. Hierdurch zeigt sich vor allem eines: Der Sport leistet in allen, nahezu allen Gesellschaftsfeldern einen wertvollen Beitrag und nimmt in diversen Lebensbereichen eine gewichtige Rolle ein. Und der Sport bedeutet naturgemäß Training, Bewegung, aktiv sein, aber eben auch Zusammenhalt und Integration, Leistung, Fairplay miteinander. Im Übrigen, das ist das Motto der Deutschen Sporthilfe. Gesundheit und Wohlbefinden, soziale Teilhabe und Gestaltung, Bildung, Wertevermittlung, Demokratie und Gleichstellung, Umwelt- und Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit und Verständigung. Und Özcan, daran kannst du erkennen, dass wir sehr wohl im Sportbericht auch den breiten Sport drin haben, und er existiert sehr wohl. Die positiven Wirkungen des Sports für unsere Gesellschaft sind vielfältig, unbestritten und vor allem, sie rechtfertigen eine solide Förderung durch den Bund. Der Sportbericht bietet neben der Retrospektive ferner einen Ausblick auf die einst angestrebten Ziele, die wir von Seiten der Koalition angestrebten Ziele zu Beginn der 18. Legislaturperiode uns vorgenommen haben. Der Sportbericht ist also weiterhin aktuell und zeigt, dass die Union ihre Versprechen gehalten hat. Des Weiteren zeigt der von der Union eingebrachte Entschließungsantrag, dass wir sprichwörtlich am Ball bleiben und neue Entwicklungen sehr wohl aufgreifen und Herausforderungen annehmen. Die sportpolitischen Ziele im Koalitionsvertrag wurden demnach entweder bereits erreicht oder sie befinden sich in der finalen Abstimmung. Zudem hat sich auch die Union nicht nur den Sonnenseiten, sondern auch den Schattenseiten zugewandt. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen hier die Verabschiedung des Anti-Doping-Gesetzes seit dem 1. Januar 2016, das Gesetz gegen Spiel- und Wettmanipulation, das ja in dieser Legislaturperiode noch abgeschlossen werden wird, und schließlich auch der Entschädigungsfonds für die Opfer des DDR-Zwangsdopings, der immerhin mit 10,5 Millionen Euro ausgestattet ist. Im Bereich des Rehabilitationssports kann das Präventionsgesetz, das 2015 ins Leben gerufen wurde, als große Chance verstanden werden, um Krankheiten vorzubeugen und oder auch die Gesundheit zu erhalten. Ziel ist es, Training auf Rezept erhalten zu können, und die Krankenkassen sollen und wollen in jedem Fall ihr Engagement in dem Bereich der Prävention stark ausbauen. Und ich kann es nur unterstreichen, dass manchmal körperliche zielgerichtete Bewegung und Training besser sind als Pillen. Natürlich zählt der Sport auch die Förderung die Förderung der adäquaten Infrastruktur. Den Sanierungsstau konnten wir durch das Programm des Umweltministeriums für die kommunalen Bereiche Sport, Jugend und Kultur mindern. Immerhin sind hier 100 Millionen Euro eingebracht worden. Mich freut sehr, dass dieses Programm auch eine Fortsetzung
findet. Und die Sportvereine werden ferner von einer deutlichen Flexibilisierung bei den Lärmschutzbestimmungen profitieren. Gerade bei Kindern und Jugendlichen wollen wir erreichen, dass auch in Ballungsgebieten weiterhin ein wohnortnahes Sporttreiben möglich ist und auch möglich bleibt. Die Änderungen befinden sich hier in der finalen Abstimmung im Umweltausschuss, und ich gehe fest davon aus, dass bis zum Sommer auch die Bundesländer zugestimmt haben werden. Die Sportvereine haben darüber hinaus einen zentralen Beitrag geleistet, um Flüchtlingen eine vorübergehende Unterkunft zu bieten. Die vielen Ehrenamtlichen haben Integration in den Sportvereinen sprichwörtlich mit Leben gefüllt, und deshalb hat auch die Union die Mittel für das Programm Integration durch Sport auf über 10 Millionen Euro verdoppelt. Und mit einem Sonderprogramm unterstützt die Bundesregierung in der Flüchtlingshilfe das freiwillige Engagement. Und dafür werden 10.000 zusätzliche Plätze im Bundesfreiwilligendienst geschaffen. Die Reform der Spitzensportförderung ist nach intensiven Beratungen auf der DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember vergangenen Jahres nun beschlossen worden. Und nun gilt es, dieses Programm auch Schritt für Schritt umzusetzen. Und wir werden diesen Prozess natürlich auch sehr eng begleiten. Und dabei stehen die Athleten im Mittelpunkt. Sie, die Athleten, sollen von der Neuausrichtung profitieren. Und zwar durch nahezu perfekte Rahmenbedingungen. Die schließt eine deutliche Verbesserung der Trainersituation mit ein. Denn sie sind es neben den Athleten, die die zentrale Schlüsselposition für den sportlichen Erfolg garantieren. Das Duo Trainer-Athlet muss arbeiten können, und alle anderen drumherum haben dafür zu sorgen, dass dieses Duo auch gut arbeiten kann. Leider wurde auch in diesem Punkt immer wieder bewusst oder unbewusst etwas falsch verstanden. Wer sich die Attribute in der Potenzialanalyse näher anschaut, kann erkennen, dass es sich hierbei nur um eine künftige Erfolgsaussichten geht, sondern vor allem darum, die Arbeit der Verbände und der Aktiven zu objektivieren. Nochmals, die Athleten stehen bei uns im Mittelpunkt, und alles andere darum hat dafür zu sorgen, dass die Athleten und die Trainer arbeiten können. Im Übrigen ist die Interessensvertretung der Athleten, das vielleicht als Bemerkung noch dazu, die sie ja anstreben, wichtig und wird von uns auch entsprechend unterstützt. Unser Antrag zum Sportbericht sieht weitere Punkte zum Leistungssport vor. Unter anderem soll die Sportwissenschaft stärker einbezogen werden. Die Potenziale der Digitalisierung und Technisierung wollen wir bei der Förderung des Spitzensports besser nutzen und vor allem mit dem IAT und FES weiter voranbringen. Die nicht-olympischen Verbände mit einer Aussicht auf Aufnahme ins olympische Programm werden frühzeitig gefördert. Und mit einer Erhöhung von 5,2 Millionen im Sporthaushalt 2017 haben wir schon mal ein Zeichen gesetzt. Den Olympia-Neulingen, wie gerade angeführt, Baseball, Softball, Karate, Sportklettern, Skateboard und Surfen, werden immerhin 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dem Behindertensportverband zusätzliche 1,5 Millionen, die im Übrigen nicht allein von der SPD gemacht wurden, sondern zusammen mit uns gemacht wurden. Und schließlich wird das auch dazu führen, dass die Inklusion und die Professionalisierung in diesem Verband weiter vorangetrieben wird. Und zur Einrichtung der sogenannten POTAS-Kommission hat das Parlament immerhin auch 700.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und wie durch unseren Sportminister Thomas de Maizière angekündigt, werden wir uns gerade in der Übergangsphase 2017 für eine deutliche Erhöhung der Fördermittel einsetzen. Nur dadurch, durch die Reformen, durch die Investitionen und schließlich auch die Konzentration auf die Athleten, werden wir an die bisherigen Erfolge im Spitzensport anschließen können, vielleicht sogar diese etwas verbessern können. Nun zum Abschluss noch eine Bemerkung, die mir auch wichtig ist. Die Sportwelt steht naturgemäß nicht still, und das leider nicht nur im positiven Sinne. Das systematische Staatsdoping durch den McLaren-Bericht untermauert
in Russland, aber auch vielleicht in anderen Nationen, untergräbt das Vertrauen in den Sport und verkehrt die Werte von einem fairen Wettbewerb ins Gegenteil. Ich glaube, wenn das IOC deutlich entgegensteuert und zusammen mit der internationalen Anti-Doping-Agentur eine Null-Toleranz-Politik verfolgt, kann das verloren gegangene Vertrauen wieder zurückgenommen werden. Wenn ganze Sportarten oder Nationalmannschaften dopingverseucht sind, dann sind meiner Meinung nach auch Kollektivstrafen durchaus zu rechtfertigen, um die sauberen Sportler und den sauberen Sport zu schützen. Wir jedenfalls werden alles daran setzen, die sauberen Athleten und den fairen Wettbewerb zu schützen, national wie international. Dankeschön. Zum Abschluss in dieser Aussprache hat das Wort die Kollegin.